Hi, ich bin Dr. Colli, ich bin Hai. Ich hoffe, ihr seid auch alle schön Hai, ja, nachdem das jetzt angeblich so legal ist in Germany. Ja, ich höre immer wieder, in Deutschland herrscht Fachkräftemangel. Ich meine, in der Regierung auf jeden Fall, das merkt man daran, dass Deutschland wirtschaftlich und industriell weltweit am Absacken ist. Und dann erzählen die dauernd, das ist, weil uns die Fachkräfte fehlen. Aber das ist totaler Blödsinn. Der Fachkräftemangel, den haben sie erfunden, um die Migration nach Deutschland in irgendeiner Weise zu alibilisieren, weil wir die Leute brauchen. Wenn man sich anguckt, was für Leute da reinkommen, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das einer von den Hayopais ernst meint. Was Deutschland unter Fachkräfte bräuchte, wären ausgebildete, erfahrene Berufsausüber, nicht mal Berufsanfänger. Fachkräfte, Ärzte, Schwestern, Kassierer, Baumaurer, Maurer, Bauingenieure und so was, das wären Fachkräfte. Aber da kommen keine. Und zwar aus zwei Gründen. Oder vielleicht sogar aus drei. Also der erste Grund wird mal sein, dass auch in Afrika, in glaube ich allen Ländern, ausgebildete Fachkräfte ein relativ erträgliches Auskommen haben. Ja, und dort immer noch in der Heimat überleben können von ihrer Fachausbildung. Ja, und diejenigen, die dort keinen Fuß auf den Boden kriegen, und die in ihren eigenen Heimatländern nichts gebacken kriegen, die denken sich, oh, die in Deutschland, die brauchen Fachleute. Da melde ich mich einfach mal. Und wenn es nicht klappt, gibt es ja Bürgergeld. Ja, also das Fachkräfte, glaube ich, werden auch in erster Linie in ihrem Heimatland bleiben wollen. Ja, und dann Deutschland ist für niemanden mehr interessant. Das, was da an Bürokratie und an menschenfeindlichen Regeln aufgestellt ist, das ist für niemanden interessant, in Deutschland zu arbeiten. Wenn die nicht mehr in Indien bleiben wollen oder in Afrika, dann gehen die wahrscheinlich eher nach Amerika oder nach England oder was weiß ich, aber bestimmt nicht in das bekloppte Deutschland mit den verrückten Politikern, die keine Ahnung haben von dem, was sie mit dem Land anstellen. Ja, Deutschland ist auf dem absteigenden Ast, da springt niemand auf. Die Leute springen auf, wenn du auf Hochkurs bist, aber nicht beim Abschmeißen. Ja, und außerdem ist das Neokolonialismus. Ja, ganz einfach. Das ist eine Unverschämtheit der deutschen Regierung, einfach überall in Afrika rumzufahren, um Fachkräfte abzuwerben. Ja, reicht das nicht, dass ihr dem Land den ganzen Bodenschätze geklaut habt? Jetzt wollt ihr auch noch Fachkräfte abwerben. Was machen die denn da, wenn die keine Fachkräfte haben? Sozial absteigen. Ja, und darauf soll dann Deutschland seinen Fortschritt aufbauen. Leute, ihr habt überhaupt, ihr habt alle ein Rad ab. Ihr habt total ein Rad ab. Ja, das ist genauso wie da hingehen und Sklaven holen. Nur, dass ihr die Sklaven jetzt bezahlt. Aber dem Land fehlen die Menschen. Ich krieg's nicht gebacken. Und wieso gab es das Phänomen noch nie? Wieso hat bei Willy Brandt oder bei Helmut Schmidt oder bei Kohl oder was niemand
einen Fachkräftemangel bemerkt. Das kann ich euch sagen. Ich komme nämlich aus der Zeit, als ich jung war und Kinder wollte, da war das attraktiv. Ja, und da hat man jede Menge Vorteile gehabt, wenn man Kinder hatte. Ja, heute ist Kinder haben eine Quälerei. Die kannst du nicht mal mehr in die Schule schicken, weil da nur Ausländer rumhängen. Ja, also das ist... Fachkräfte kommen am besten aus dem Land, in dem sie dann tätig sind, weil sie die Mentalität und die Sprache sprechen. Ja, wenn die Regierung nicht eine so kinderfeindliche und familienfeindliche Politik machen würde seit 20 Jahren, dann gäbe es auch in den letzten 20 Jahren genügend Kinder, die jetzt zu Fachkräften herangewachsen und ausgebildet worden wären. Ja, und es wird Zeit, dass ihr mal anfangt, weil irgendwann mal kommt auch aus Afrika keine Fachkraft mehr. Wenn ich mir das überlege, echt, die Fachkräfte, die das Land aufgebaut haben, das waren alles oder hauptsächlich deutsche Fachkräfte, die in deutschen Universitäten und Ausbildungsbetrieben deutsche Werke gelernt haben, deutsche Arbeit. Aber auch wenn die nicht mehr in sind, die haben trotzdem das Land zu dem gemacht, was ihr gerade kaputt macht. Über 80 Jahre lang. Und ihr habt keine 8 Monate gebraucht, um das ganze Land in Grund und Boden zu wirtschaften. Einfach familienfreundliche und kinderfreundliche Politik machen. Aber das könnt ihr nicht, weil ihr gar nichts könnt. Und da holt ihr lieber einen Haufen Menschen ins Land, von denen niemand weiß, wer sie sind. Und keiner von denen ersetzt irgendeine oder füllt irgendeine Fachkraftstelle auf. Das ist totaler Blödsinn. Ja, da ist niemand gekommen, der dann als Arzt oder als, was weiß ich, von mir aus auch als Kassiererin oder Krankenschwester irgendwo arbeitet. Na, also das ist totaler Betrug am Volk. Totaler Betrug und Selbstbetrug vor allen Dingen. Weil ihr seid so blöd und glaubt das auch noch, was ihr da erzählt. Ja. Die besten Fachkräfte sind ausgebildete junge Menschen aus Deutschland. Das kann ich euch versichern. Na, und ihr kriegt vielleicht von der IT aus Japan gut ausgebildete Spezialisten, die mit den Deutschen konkurrieren können. Ja, aber darum geht's doch gar nicht. Es geht doch darum, dass es ausgeglichen ist. Auch die Japaner brauchen ihre Spezialisten. Und ich sag euch was, man braucht auch für Leute, die dann zum Beispiel sehen, dass sie in Japan keinen Fuß auf den Boden kriegen und in Deutschland als IT-Fachkraft eine gute Stelle hätten, ja, dass die dann mal nach Deutschland kommen, da kannst du sicher sein. Und da brauchst du auch keine Steueranreize oder Programme oder Integrationskurse oder so. Die Leute, die arbeiten wollten in Deutschland, zum Beispiel in den 50er, 60er Jahren, die sogenannten Gastarbeiter. Ja, die hatten den richtigen Namen, Gastarbeiter. Die kamen hier als Gäste zum Arbeiten und sind dann wieder nach Hause gegangen. Ja, und die haben auch nicht irgendwie jetzt, was weiß ich, für Steuererleichterungen gekriegt. Die haben einfach hier Geld verdienen können und zu Hause nicht. Also sind die hierher gekommen. Ja, wenn man hier zum Beispiel eine familienfreundliche Politik machen würde, dann würden wahrscheinlich auch mehr deutsche Familien wieder Kinder haben. Und dann hättet ihr keinen Fachkraftmangel. Aber dazu reicht es halt bei euch da oben nicht. Ihr seid alle nur bekloppt, was ihr die ganze Zeit veranstaltet. Die ganze Politik, die ihr betreibt, ist doch der einzige Witz. Und da bin ich nicht der Einzige, der so denkt. Die halbe Welt lacht sich einen Ast über euren Schwachsinn.
Aber na ja, paar Monate noch. Bis euer Wahnsinn, den ihr da bis 2050 geplant habt, überhaupt Realität wird, seid ihr lange vergessen. Vollkommen. Kein Mensch erinnert sich dann mehr an die Grünen. Ja, weil sobald ihr nicht mehr in Regierungsverantwortung seid, seid ihr uninteressant. Für alles und jeden. Vollkommen uninteressant. Niemand will mit den Grünen zu tun haben. Und ich habe es schon mal gesagt, ich bin mal gespannt, wie eure Kinder später über euch denken, wenn die sich irgendwo in Deutschland vorstellen müssen, mit dem Namen Scholz oder Habeck oder Lindner oder Lang oder Hofreiter. Ja, überlegt euch mal, was ihr denen antut. Nicht nur dem deutschen Volk, sondern auch euren eigenen Kindern. Die werden wahrscheinlich alle ihre Namen ändern, damit sie nicht in der Schande eurer Familie leben müssen. Nur euer ganzer Schwachsinn, euer Größenwahn von Netto Null und so und CO2 und keine Verbrenner und alles. Junge, da werden noch 10 Legislaturperioden ins Land gehen oder 6, bis das 2050 ist. Und bis dahin wird politisch noch so viel anders. Der ganze Unsinn, den ihr jetzt beschließt, der wird von euren Nachfolgern mit Sicherheit alles rückgängig gemacht. Und wenn ihr noch so viele Atomkühltürme sprengt, werden die wieder neue Atomwerke bauen. Die ganze Mühe könnt ihr euch sparen und den Sprengstoff und vor allen Dingen dem Volk die Kosten. Jetzt noch die Gasnetzwerke rauszureißen. Das ist wie jemand, kennt ihr das Prinzip von vom verbrannten Land? Ja, früher die Herrschenden, die sind die sind durchs Land gezogen und haben nur verbrannte Erde hinterlassen, damit ja niemand anders mehr davon profitieren kann. Und das ist die Politik, die Habeck betreibt mit Kernkraftwerken und mit Gasnetzwerken. Die Politik der verbrannten Erde. Bloß nichts hinterlassen für andere. Alles muss zerstört werden, kaputt machen, verbrennen. Junge, das ist echt ein Wahn, den der da verfolgt. Ein Wahn. Der kommt mit Deutschland noch nie mal anfangen. Deshalb macht das jetzt kaputt, der Arsch. Echt, das ist unglaublich, was dieser Typ erreicht. Echt. Den sollte man privat bis an sein Lebensende in den Steinbruch sperren zum Steineklopfen für Geld, damit er den Schaden wieder gut macht, den der angerichtet hat. Fachkräftemangel. Wo ist denn die Fachkraft im Wirtschaftsministerium oder im Außenministerium oder im Kanzleramt? Sind doch alles Loser, Loser, nicht nur vergesslich, hochkriminelle Betrüger. Ja, wenn die Baerbock irgendwo in Uganda für den Support von positiver Maskulinität 500.000 Euro ausgibt, glaubt ihr, da geht die ohne ein Geldköfferchen nach Hause? Niemals. Oder, weiß ich nicht, wenn die 35 Millionen irgendwo in so einem im Kongo abliefert für grüne Energiegewinnung, was glaubst du, wie viele Millionen die dann im Regierungsflieger wieder mit nach Hause nimmt? Was glaubst du, warum die immer mit dem Regierungsflieger fliegt? Weil mit der Linienmaschine musst du wahrscheinlich durch den Zoll, die würden die ganze Geld ständig finden. Ja, das ist das, was ich über Politiker denke. Genau so, denke ich, sind die. Ja, es ist in jedem schrägen Mafia-Film ist es dasselbe und das ist meiner Ansicht nach auch so.
Ja, überleg mal, wie viel Millionen Euro die da überall in der Welt abliefert, als ob sie das wirklich komplett uneigennützig dahin gibt. Das kann mir kein Mensch erzählen, dass die nicht von den Kickbacks kofferweise Geld mit wieder zurücknimmt. Glaube ich nicht. Deshalb fliegt sie auch überall in der Weltgeschichte rum, damit sie möglichst viele Geldköfferchen mit nach Hause nimmt, weil die weiß, die kriegt auch nie mehr irgendeinen Job. Ja, also wenn die da, wenn die abgewählt ist, mit ihrem Namen kann die sich nirgendwo mehr melden. Alleine was die für eine Sprechstörungen hat. Also der Hammer. Ich habe letztens ein Video gesehen, da fragt die einer, wenn sie sich mal versprechen, ist ihnen das eigentlich peinlich oder haben sie da eine andere Art mit umzugehen? Und dann guckt die den ganz entsetzt an. Das ist mir noch nie passiert. Ist mir noch nie passiert. Der Hammer. Ich glaube, manchmal, die glaubt das wirklich, was die da sagt. Also die ist tatsächlich so gestört. Ich weiß nicht, ob die auch Asperger hat oder. Aber irgendwas hat die, weil die hat so einen Schaden, das kann gar nicht normal sein. Ne? Genau wie die da im Bundestag. Transfrauen sind Frauen. So hysterische Weiber wie diese Lisa Paus, die haben im Mittelalter ihre Nachbarinnen als Hexen angezeigt, weil die genau gewusst, die haben das genau geglaubt, dass die im Wald gesehen haben, wie die auf einem Besen geritten sind, weil die hysterisch sind, total durch den Wind. Ja, das sind die Fachkräftemangel als Begründung für eine Migranteninvasion. Ja, eine militärisch organisierte Invasion von Migranten nach Deutschland. Und zwar alles junge, hochpotente, zeugungsfähige schwarze Männer. Ja, das ist das, was reinkommt. En gros. Ja, und das ist das. Da will mir einer erzählen, die sind nicht dabei, irgendwelche Pläne von Umvolking oder wie man das nennt. Kennt ihr das bei Braveheart? Da wird dann das Recht der ersten Nacht an die Fürsten vergeben. Prima Noche. Ja? Wenn eine Frau geheiratet hat, in der Hochzeitsnacht darf der Fürst die vögeln. Das ist genau das, was die in Deutschland vorhaben. If you can't kill them, breed them out. Ich weiß gar nicht, das ist was. Und das kannst du mich jetzt für verrückt halten, aber da bin ich von überzeugt, dass das der Plan ist, der dahinter steckt. Weil er deckt sich vollkommen mit diesen Wahnsinnsplänen von Klaus Schwab und seinen Wahnsinnigen. Und ja, ich glaube, drunter tun sie es nicht. Die wollen die Welt komplett unter ihre Kontrolle kriegen. Ja. Wie gesagt, einfach ein bisschen bessere Familienpolitik, dann haben die Menschen wieder Lust, Kinder zu bekommen. Dann ist die Demografiekurve in Deutschland gerettet. Und dann gibt es in 20, 25 Jahren auch wieder gut ausgebildete, motivierte junge deutsche Fachkräfte. Ja, und dann ist eine Invasion mit total kulturfremden, Andersgläubigen nicht nötig. Im Gegenteil. Ich sag euch, wenn ich Politiker wäre, ich würde das in Deutschland ganz anders machen. Die machen alles falsch, alles. Die machen echt.
Und das ist das, was ich denke, das ist nicht Zufall, dass die alles falsch machen. So doof sind die nicht. Die wissen genau, dass die alles falsch machen, weil dadurch, dass sie das im Sinne der Menschheit... Augenblick, ich reg mich schon wieder so auf, ich krieg Schluck auf. Dadurch, dass sie das im Sinne der Menschheit falsch machen, bedienen sie die Wünsche ihrer Auftraggeber. Und wer da nun auch immer dahinter steckt, behaupte ich jedenfalls, dass das was ist, was von oben gesteuert ist, weil die Baerbock viel zu bescheuert ist, um das selber zu organisieren. So was. Ja, das ist von höherer Hand ist das organisiert. Wer da auch immer seine Hand im Spiel hat, keine Ahnung. Ja, Fachkräfte. Ja, wie gesagt, bei uns, da war das noch attraktiv, Kinder zu kriegen. Und wir haben sozusagen drei Fachkräfte in die Welt gesetzt, die im Moment Steuern zahlen und den Staat unterstützen, indem sie ihre fachkräftigen Kenntnissen anwenden. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Wenn man nicht zu sehr von den Traditionen abweicht, die sich bewährt haben über Jahrhunderte, waren schon immer die Kinder, die dann den Fortgang des Ganzen auf dem Hof oder wo auch immer garantiert haben. Ja, und heute will halt niemand mehr Kinder, weil das inzwischen eigentlich schon ein bisschen wie eine Strafe ist, wenn man Kinder hat. Ja, was die Kinder und die Erwachsenen dadurch erleiden müssen, wie die Zustände heute sind, von solchen wahnsinnsidiotischen, menschenfeindlichen Aktionen wie das mit der Corona-Krise, mal ganz abgesehen, ist auf Dauer mit Kindern, du brauchst eine Wohnung, eine große, wie willst du die bezahlen? Und wenn du die bezahlen kannst, dann müssen beide arbeiten. Was hast du dann mit deinen Kindern? Ja, das ist alles nicht mehr kinderfreundlich und familienfreundlich. Das ist alles nur noch Profit und noch mehr Steuern. Und je mehr Leute arbeiten, desto mehr Leute bezahlen Steuern. Und dann kassiert der Staat inzwischen doppelt, weil die Frau mitarbeitet. Und das ganze System ist so in Grund und Sand gefahren, dass das nicht mehr läuft. Das kapieren die nicht. Beziehungsweise, das unterstelle ich ja jetzt mal, ist Absicht, ne, dass das so endet. Weil irgendwann werden die Leute dann ganz froh sein, wenn sie irgendwoher noch Geld kriegen. Egal, was das von Geld ist. Und dann müssen sie ihre Seele dem Teufel verkaufen. Ja. Na ja. Lasst euch nicht verarschen. Deutschland hat keinen Fachkräftemangel. Deutschland hat einen Mangel an familien- und kinderfreundlicher Politik und an vor allen Dingen an Politikern, die noch zumindest ganz große, im groben Rahmen eine gewisse Grundsubstanz von Gehirn im Kopf haben und nicht das komplett gehirnlose, verblödete Drecksvolk, was da jetzt gerade ja ihr Schäfchen ins Trockene bringt. Kennt ihr das? Was gibt Schöneres auf Erden, als Politiker zu werden? Der Mann hat vollkommen recht gehabt. Das ist schon damals so gewesen.
Und vom Überfluss der Diäten platzen mir die Taschen aus den Nähten. Frisch und fromm und steuerfrei. Freunde, stay high.